Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Gottes Wort für die Woche nach dem ersten Sonntag nach Epiphanias. Der Wochenspruch lautet in der Luther-Übersetzung: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Spruch nimmt die Erfahrung und die Deutung des ersten Sonntags nach Epiphanias auf, die im Evangelium aufscheint. Das Evangelium berichtet von der Taufe Jesu und seinem Geistempfang. Der Geist kommt in Form einer Taube auf Jesus und damit beginnt seine öffentliche Sendung. So sind auch wir gesandt, die wir getauft sind, in die Welt. Ich lese mal aus dem griechischen Urtext auf Griechisch und danach in verschiedenen Übersetzungen diesen einen Satz. Machen Sie sich dann selbst Gedanken über diesen Geist und wozu er sie bewegen möchte und bewegt. Heusrei gab Pneumati TU, Agontai Hutoi Hyoi TU Eisen. Luther haben wir schon gehört. Wir wenden uns jetzt der neuen Genfer Übersetzung zu, Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14, da heißt es: Alle, die sich vom Gottesgeist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Dann habe ich hier noch die Basisübersetzung. Römer 8, Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes. Dann habe ich noch die Bibel in gerechter Sprache. Sie übersetzt diesen Vers folgendermaßen: Alle, die sich von der göttlichen Geistkraft leiten lassen, sind Töchter und Söhne Gottes. Und zum Schluss noch eine eher etwas ungewöhnliche oder, sage ich mal, wenig verbreitete Übersetzung. Fridolin Stier heißt der Übersetzer. Der versucht recht nah an dem Urtext dran zu bleiben. Er übersetzt: Denn alle, die vom Geist Gottes sich führen lassen, die sind Söhne Gottes. Lassen Sie sich in der angefangenen Woche vom Gottesgeist führen, leiten oder vielleicht sogar, wie Luther übersetzt, treiben. Auf Wiederhören!